Immer mehr Frauen landen in Teilzeitberufen oder Minijobs. Ein besorgniserregender Trend. Ein Teufelskreis, denn prekäre Jobs führen zu niedrigen Rentenansprüchen. Nach Angaben der Böckler-Studie für erweiterte Mitbestimmungsrechte sei die Zahl der Frauen in Teilzeitberufen steigend. 50% mehr als noch vor 10 Jahren arbeiten in Minijobs oder sind geringfügig beschäftigt. Demgegenüber fällt die Zahl der Männer in Teilzeitberufen deutlich ab. Jetzt warnt die EG Bau Niedersachsen Mitte vor steigender Altersarmut für Frauen. Herr Störme, 171 Frauen waren in der Region letztes Jahr in atypischer Beschäftigung. Was genau bedeutet das? Ja, unter atypischer Beschäftigung versteht man, das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in keinem festen Arbeitsverhältnis sind. Dazu zählen zum Beispiel Minijobber, Teilzeitbeschäftigte, aber auch befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit. Also das ist ein recht bunter Blumenstrauß, worunter diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen. Wie würden Sie diesen Trend erklären? Woran liegt das, dass immer mehr Frauen in Teilzeitberufen landen? Also es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Einmal sind die Frauen in der Regel in der Familie diejenigen, die der Familie das Zubrot sichern, sodass sie einen Zuverdienst leisten, damit die Familie rund läuft. Das funktioniert in der Regel nicht, indem sie Vollzeit beschäftigt sind. Aber auch die Betriebe tun sich da sehr schwer, für die Frauen etwas zu tun. Also ich denke zum Beispiel an der Schaffung von Betriebskindergärten oder anderen Dingen, um den Frauen zu ermöglichen, dass sie auch in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis vollschichtig arbeiten können. Ja, jetzt fordert die IG Bau ja, dass die Situation der Frauen im Hinblick auf die Altersarmut stärker in den Blick zu nehmen. Gibt es denn da konkrete Ziele? Stichwort extra Rentenpunkte. Ja, extra Rentenpunkte ist zum Beispiel ein Punkt, weil die Frauen sind ja in der Regel zu Hause diejenigen, die die Kinder nicht nur gebären, sondern auch aufziehen. Und dadurch sind sie lange Zeit vom Arbeitsmarkt verschwunden. Und wenn sie dann in den Arbeitsmarkt reinkommen, haben sie Schwierigkeiten, wieder einen Einstieg zu finden. Also hier erwarten wir Erleichterungen, dass man den Einstieg besser hinbekommt. Und auf der anderen Seite auch diese Zeiten der Unterbrechung müssen entsprechend gewürdigt werden. Denn wir können ja nicht fordern, unsere Gesellschaft soll sich verjüngen, wir brauchen mehr Kinder. Und gleichzeitig werden diejenigen, die dafür Sorge tragen, das sind nämlich unsere Frauen, werden dafür nachher bestraft. Finden Sie nicht auch, es sollte ja eigentlich gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Inwiefern spielt die Politik und Wirtschaft da eine Rolle? Ist das nicht auch Aufgabe von Politik und Wirtschaft? Ja, das ist ja gerade im Augenblick ein heißes Eisen, was ja auch in der Politik diskutiert wird unter dem zentralen Thema Equal Pay. Das heißt, gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit. Und hier müssen wir eben noch verzeichnen, dass gerade insbesondere die Frauen deutlich schlechter bezahlt werden für die gleiche Tätigkeit, welches ihre männlichen Kollegen verrichten. Und hier hat ja der Deutsche Gewerkschaftsbund Kritik geübt, dass man die Zahl der Beschäftigten im Betrieb senken müsste, also mindestens schon ab 100 Beschäftigte in einem Betrieb, sollte die Einsicht da sein, dass man die Lohnunterlagen untereinander vergleichen kann, was ja derzeitig überhaupt nicht möglich ist. Und das wäre schon ein großer Beitrag, um die Position der Frauen im Betrieb zu stärken. Herr Störme, die IG Bau gibt an, dass sich Frauen Vollzeitbeschäftigungen im Gartenbau, in der Gebäudereinigung und in der Floristik wünschen. Aber wäre es nicht auch eine mögliche Lösung, die Hürden für den Zugang zum Markt für Frauen in Führungspositionen abzubauen? Ja, selbstverständlich. Wäre das eine Herzensforderung, glaube ich, aller Gewerkschaften in Niedersachsen. Wir wollten mit unserem Artikel, den wir jetzt den Medien zugeleitet haben, insbesondere auf unsere Bereiche aufmerksam machen, wo sehr viele Gebäudereinigerinnen, Floristen und Gärtner eben tätig sind. Und in der Hoffnung, dass man da eine gewisse Sensibilität herstellt. Weil in diesem Bereich kommt neben dem niedrigen Verdienst dann noch die Ausfallzeit dazu. Und das bedeutet letztendlich, dass diese Frauen, wenn sie dann letztendlich in die Rente gehen können, auch mit einer ganz kleinen Minirente rechnen müssen. Und auf dieses Problem wollten wir insbesondere aufmerksam machen. Herr Störme, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.